Einen wunderschönen guten Tag, Performance Love Friends. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. A Normal Day, Hashtag 2. Ja, ich nehme euch heute mit und filme heute auch alles selber. Das heißt, seht mir nach, wenn die Kamera ein bisschen verwackelt ist, weil ich filme mich heute mit der GoPro. Heute geht es ab nach Mindelheim, sprich ins Allgäu. Danach geht es nochmal im Allgäu ein bisschen unterwegs, da besuchen wir nochmal zwei Leute. Und dann geht es wieder nach Hause, wenn alles klappt. Vielleicht noch in München einen Abstecher, wenn wir zeitlich klarkommen. Morgen sind wir dann in Karlsruhe, das heißt, nehmen wir euch eigentlich mit auf 2 Tage Reise. Und ja, einfach einen normalen Tag bei Performance Floor. Jetzt fahren wir einfach mal los, machen hier die Mühle zu und dann geht's ab. So, jetzt sind wir drin im Auto. Kamera ist installiert. Wir haben ja zurzeit diesen wunderschönen C63 AMG mit Sportsitzen, diese Performance-Floor-Sitze. Diese Performance-Sitze, mit dem fahren wir heute zum Mehmet. Der muss dann noch ein bisschen was machen. Und der Mehmet kennt ihr auch. Der Mehmet ist nämlich der die Porsche-Garage hat. Das ist ja eins unserer ersten großen richtigen Videos vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren hat er den Performance Floor Award bekommen. Apropos Performance Floor Award, wir müssen auch noch unseren Award für letztes Jahr vergeben. Das ist jetzt durch Corona und so alles untergegangen, aber wir haben es nicht vergessen. Und jetzt ist schon wieder August, das heißt, es wird auch bald wieder Performance Floor Award für 2020 vergeben. Ich bin einfach ein Mann. 2 Sachen auf einmal ist echt schwierig für mich. Ja, und ich will gar nicht so viel Smalltalk halten. Es gibt eigentlich nicht viel Neues. Zum einen haben wir hier unsere Duftbäume, die jetzt fertig sind. Dann haben wir unsere Caps, wo wir gerade eine Aktion haben bei uns im Online-Shop. Vielleicht auch da mal reinschauen, lohnt sich. Jetzt geht es dann langsam los mit den Events, das kann ich noch erzählen. Wir sind jetzt dieses Wochenende sind wir noch bei uns. Dann ab nächste Woche, Montag, Dienstag, sind wir bei Performance 61. Da wird der Showroom endlich mal gemacht. Dann sind wir eventuell, es ist noch nicht hundertprozentig sicher, in der Schweiz. Dann geht es weiter mit übernächste Woche, da sind wir dann eventuell nirgendwo, genau. Und dann geht es los im September. Es steht momentan im Raum 2 Brücken, da ist so ein Kurs, wo man Rennen fahren kann. Wird, denke ich mal, sehr, sehr cool. Dann geht es weiter mit dem Low Society. Da sind wir am 13., 12., 13., 14., glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, September. Dann Wörthersee ist eine Woche später, das Wörthersee Reloaded, wo wir auch gesagt haben, dass wir nochmal vorbeischauen wollen. Das heißt, ihr seht, es geht jetzt wieder Schlag auf Schlag, die Events fangen wieder an. Und ich mache mich ans Fahren, ein bisschen telefonieren. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit uns bei unserem Video. A Normal Day, Hashtag 2. So, Performance Love Friends, wir sind jetzt angekommen hier bei Premio Reifen Fenneberg und das Ganze gehört dem Mehmet Demirel und die haben jetzt schon mal angefangen. Ich nehme euch nämlich auch mal mit. Wie gesagt, Kameramann ist heute nicht drin, deswegen alles selber mit der GoPro. Mal schauen, wie das wird. Ich weiß es selber noch nicht. Also das Auto ist jetzt hier drauf. Man sieht es auch hier. So, und die Reifen, die waren ziemlich unten. Und zwar ist das eine AMG-Krankheit, habe ich mir sagen lassen, dass die Reifen sich innerseits abfahren. Aber ich würde sagen, wir holen mal den Mehmet dazu. Der kann euch das nämlich dann besser erklären. Da hockt der Chef in Person. Hallo, servus. Willst du mir mal schön das erklären mit den Reifen oder den Leuten, was die AMG-Krankheit ist? AMG-Krankheit. Also, wie soll ich das sagen? AMG hat ein Problem, dass sie eigentlich ab Werk immer mit einem relativ negativen Schutz rauskommt von Minimum 2 Grad. Okay. Und das stellen wir schon fest bei sehr, sehr vielen Original-AMGs, die keine Fahrwerksveränderung haben, die ganz normal herkommen und sagen, schau mal meine Reifen an, ein halbes Jahr gefahren, die sind innen komplett abgefahren. Und wir machen dann eine Achsenmessung, eine Eingangsvermessung, wo nur die Fahrzeugdaten überprüft werden, ohne dass wir was tun, und stellen da schon fest, das Auto hat mindestens 2 Grad negativen Schutz. Und das Ergebnis schaut dann eigentlich folgendermaßen auf. Kann ich euch zeigen.
was dann genau hier an den Kanten, an den Ausbrüchen sieht, genau die innere Seite von den Reifen, obwohl die vom Profil her noch eigentlich top wären, genau so. Wir hatten erst letztens einen E63 S AMG da, das Auto ist ein halbes Jahr alt, hat knappe 10.000 Kilometer drauf gehabt, Reifen noch gute 5 mm, aber innen schon komplett Leinwand und Drähte rausgestanden. Und Mercedes sagt, ist halt so, schwerer Motor, Kraft von hinten und, man kann nichts machen. Das ist halt der Hauptgrund, warum man relativ schnell beim AMG vorne zwei neue Reifen braucht. Das bricht mir als Schwabe natürlich komplett das Herz, weil wenn ich mir das Profil angucke, das ist sowas von gut noch. Ja, also wenn das so nicht wäre und das da nicht rausreißen würde und so weiter, gehe ich schwer davon aus, wären wir jetzt noch gute, nochmal 8.000 bis 10.000 Kilometer gefahren. Gut, dass die Reifen auch so günstig sind, okay. Genau, das ist ein anderes Thema. Ja. Also, wie schon gesagt, ich schwenke mal um. Wie schon gesagt, AMG-Krankheit. Bleib ruhig da. Bleib da. Mehmet, absoluter Profi. Weil ich habe nämlich angerufen und gesagt, Mehmet, die sagen mir, ich brauche neue Reifen. Das hat aber nur genug Profil. Innenseite abgefahren. Aber ich guck mal. Oh ja, die ist ziemlich abgefahren. Von dem her erledigt. Das heißt, es gibt jetzt zwei neue Schlappen. Bei Premio-Reifen Fennewerk. Hashtag Werbung. Und was macht ihr sonst noch? Felgen? Felgen, Fahrwerke, Achsmessungen, Außenanlagen, Tuning, alles. Kfz-Reparaturen. Also der Mann so hier im Allgäu, Kreis Memmingen. Genau. Gucken wir mal. Also wir haben jetzt eine relativ ruhige Zeit, aber Gott sei Dank trotzdem auf allen grünen Autos drauf. Also wir sind zufrieden. LKW, alles. Pannenservice. LKW sogar. Also, ich tue unten hier in dem Video, mache ich unten drunter den Link rein. Von der Homepage könnt ihr auf jeden Fall vorbei. Auf jeden Fall mal vorbeikommen. Genau, das wollte ich sagen. Genau. Von dem her passt es dann schon. Ich habe ja gesagt, wir gehen noch wo vorbei. Und zwar ist da eine richtig coole Geschichte da dahinter. Und zwar der Mehmet, habt ihr ja auch schon gesehen. Das ist sein Freund, der Kalle. Und der Kalle, der macht eine Aufbereitung, und zwar Dr. Lack. So, und um das ganz kurz zu erklären, der Kalle hatte Geburtstag. Und dann hat sein guter Kumpel, so wie er halt ist, gesagt, pass auf, Gianni, ich möchte dem Kalle was Gutes tun. Sag ich, ja, was denn? Ich möchte einen Boden kaufen. Okay, mega geil, weil der Kalle, der hat nämlich eine neue Halle. Der Kalle hat eine Halle, ja, tatsächlich. Und so kam dann eins zum anderen. Deswegen hat der Mehmet gesagt, wir müssen unbedingt noch beim Kalle vorbeischauen. Und jetzt schaut euch das mal an, hier, wie es hier aussieht. Wir haben hier komplett eine mega geile Holzdecke. Dann hier ein ultra geiler Klassiker. Wirklich geil gemacht, auch selber alles aufbereitet. Und dann kommt dann hier der Performance Floor. Als praktisch, hier wird drauf gearbeitet, gell? Das heißt, hier wird dann das Auto aufbearbeitet und ist dann auch die Kundenübergabe. Und jetzt zeige ich euch mal den Kalle. Da ist er. Genau. Der Dr. Lack. Ja. Wie lange machst du das jetzt schon? Also Autos aufbereiten mache ich schon mehr als wie vor 20 Jahre. Aber dieses hauptberuflich dann seit April dieses Jahr und davor halt als Kleingewerbe schon ein paar Jahre. Und Respekt da dafür, weil vom Kleingewerbe hier zu dem Platz, das ist halt schon. Ja, angefangen in der Garage, ganz klein, und das alles selber aufgebaut mit Unterstützung eben von Mimo. Ja. Und dann ist das entstanden. Steckt halt viel Herzblut drin. Sieht man. Also Leute, wirklich in echt sieht es hier nochmal ganz, ganz anders aus. Ganz gemütlich hier, also hier kannst du dann wirklich auch als Kunden eine Stunde verbringen, weil es kommt davor wie im Wohnzimmer daheim. Wirklich mega, mega geil. Und wir werden auch an dem Performance Floor noch ein bisschen was machen. Wir haben schon gesprochen gehabt, ein bisschen LED was reinmachen. Richtig. Nochmal ein bisschen einen Akzent setzen mit Farbe. Schwarz als Beispiel, eine Umrandung, solche Sachen. Deswegen, da geht es dann weiter. Zum einen haben wir heute wieder was gelernt mit den Reifen. Zum anderen waren wir jetzt beim Kalle und machen da, wie gesagt, wir haben da noch weiter gesprochen. Das ein bisschen ausskizziert, wie man das machen kann. Zudem wird dann in Zukunft Premio-Reifen Fennewerk, sprich unser Mehmet Demirel, ein Stützpunkt werden vom Performance Floor. Und
zwar im Bereich Allgäu Richtung Bayern rüber, Richtung München, die Ecke. Das heißt, auch da haben wir wieder was. Ja, und so geht der Tag halt jetzt voll vorbei. Wir haben jetzt nur ungefähr 2,5 Stunden heim. Ich mache jetzt so ein paar Telefonate und dann sehen wir uns morgen früh. Denn da nehme ich euch nochmal kurz mit zum Kunden nach Hinterkarlsruhe. Ich verrate noch nicht, was es ist. Seht ihr dann gleich im Video. Einen wunderschönen guten Morgen hier am Tag 2. Ich bin schon eine Weile auf dem Weg nach Karlsruhe. Und zwar, wo gehen wir hin? Es erwartet uns eine Kartbahn. Speed Area nennt sich die Kartbahn. Und der hat gesagt, Gianni, ich habe hier eine bodenlose Frechheit. Ich brauche einen Boden. Ich brauche was Besonderes. Ist anscheinend eine richtig große Kartbahn. Wir müssen das Ganze mal anschauen. Und der braucht Boden. Und zwar hat er eine Reparaturwerkstatt, wo die ganzen Karts instand gesetzt werden, instand gehalten werden. Und da braucht er dann praktisch einen Performance Floor drunter. Modell sind wir uns noch nicht so ganz einig. Der gute Herr, der möchte die Grip haben, die Riffelblechoptik. Ich habe ihm davon abgeraten, eben weil Schmutz. Er meint nämlich, dass die Rays, da fällt alles durch, ob das nachher sauber aussieht. Sieht sauberer aus, wie wenn sich der Schmutz oben drauf sammelt und man da die ganze Zeit mit den Schuhe drauf rumtritt. Lieber fällt es zwischendurch und man kann das raussaugen, ist einfacher. Und ja, aber er ist da noch nicht so ganz überzeugt von, deswegen Muster sind dabei. Dann machen wir den ultimativen Mustercheck, dann werde ich ihm das erklären, werde ihm das zeigen. Und wenn er die Grip dann dennoch haben möchte, kriegt er den natürlich. Aber gar kein Thema, das heißt, wir sind dann bei Area of Speed Kartbahn in Karlsruhe. Ja. So, und da sind wir auch schon. Also ich war jetzt drin, filmen war da drin nicht erlaubt. Das heißt, wir haben uns jetzt mal so geeinigt, dass er eben die Race Flat mal nimmt und probiert und macht nicht die ganze Fläche, sondern einfach nur mal testhalber. Und ja, schauen wir einfach mal. Hier im Hintergrund sieht man jetzt die Kartbahn. Ist eine Outdoor-Kartbahn und ich sag's euch, hier war schon alles, was Rang und Namen hat. Also da ist so ein Balken drin und da haben die Leute schon unterschrieben. Also ich habe Vettel, habe ich gesehen, selbst die Rolling Stones waren hier schon, Spieler vom KSC, klar. Also hier waren wirklich schon einige und auch bekannte Rennfahrer. Fand ich auch mega cool. So, ich mache mich jetzt mal weiter auf die Socken, wieder Richtung Firma. Und ja, das war's. Hab euch mal mitgenommen, a normal day bei Performance Floor, Hashtag 2. Macht's gut, ich sag wie immer mit einem Klick zum perfekten Auftritt.